Halbzeit für Amalia Kockholz, meine Praktikantin zurzeit hier im Berliner Büro. Und ich bin froh, dass sie da ist. Und sie ist viel mit mir, auch mit meinen Mitarbeitern unterwegs gewesen und hat einige Erfahrungen gemacht. Und ich würde mich ja mal freuen, wenn Sie erzählen würden, was Sie so spannend finden am Bundestag. Ja, sehr gerne. Also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf, bei Ihnen das Praktikum absolvieren darf. Ich studiere Politik und Recht an der WWU, wie Sie ja wissen, in Münster. Und dadurch hat man natürlich auch so die Verbindung zu der Stadt und zu Ihnen dann als Abgeordnete für unsere Stadt. Und bin auch jetzt sehr froh, dass ich hier mal in den Bundestag einschnuppern darf für 4 Wochen. Ist natürlich spannend, weil ich natürlich irgendwie mal eine wissenschaftliche Betrachtung mit den Themen hatte in der Uni. Mhm. Und jetzt ist es mal was ganz anderes, Politik so hautnah in der Praxis mitzuerleben. Darf halt, wie gesagt, auch bei vielen Dingen, die Sie machen, mitkommen und mir das ansehen. Und darf Ihnen auch ein bisschen helfen bei der Vorbereitung Ihrer Arbeit. Das ist auch sehr spannend. Also zum Beispiel Bürgerbriefe, da so Entwürfe erstellen, genauso wie bei den Pressemitteilungen oder eben so Rechercheaufgaben. Also das ist schon wirklich spannend. Ja, Sie haben ja das Ergebnis der Strukturkommission, die ja tagte, aufbereitet, womit ich dann Montagabend ins Kanzleramt gehen konnte und eben auch mitsprechen konnte, was unsere Interessen angeht, soweit man da noch mitsprechen konnte. Aber das war bestimmt auch eine spannende Vorbereitung. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, Sie haben mich ja auch in den Ausschuss begleitet, Bildung und Forschung und Technik Folgenabschätzung. Mhm. Und welchen Eindruck haben Sie da gewonnen? Oder vielleicht, was war ganz besonders? Vielleicht auch diese Woche? Ja, also diese Woche fand ich besonders spannend, der Carlos Moedas, EU-Kommissar. Der war ja zu Besuch bei Ihnen in der Sitzung, die Sie ja geleitet haben. Mhm. Und das war schon ganz spannend, irgendwie mal zu sehen, wie europäische Politik dann mit nationaler Politik irgendwie dann in Einklang kommt und wieder so die Abstimmungen sind, die auch gemacht werden müssen. Und gerade so für uns als junge Generation ist es ja auch extrem wichtig, wie sich die EU entwickelt und was es da für Veränderungen geben wird. Und deswegen fand ich das schon spannend. Und gerade auch Wissenschaft, Forschung ist natürlich auch, wenn man studiert, auch besonders interessant. Also das war bis jetzt mein Highlight diese Woche auf jeden Fall. Ja, das war wirklich ein großer Blick über den Tellerrand. Ja, genau. Auf jeden Fall. Was hat Sie jetzt am allermeisten überrascht, wie der Check Realität? Vorstellung, wo ist die Differenz am größten gewesen? Also es ist doch alles vor allem jetzt in den Sitzungswochen ziemlich hektisch und man sieht das ja im Fernsehen immer nur die Plenarsitzungen, aber wie viel mehr dann doch dahinter steckt, das bekommt man ja so eigentlich gar nicht mit. Aber das hat man jetzt hier, hat man wirklich einen guten Einblick bekommen. Ihre Tage sind ziemlich voll und das sieht man ja so eigentlich sonst nie. Also so nah dran ist man ja dann einfach nicht. Ja, aber Sie sind ja abends auch schon mal mitgekommen und sehen, dass wir da nicht nur Häppchen essen, sondern dass wir natürlich auch dann uns noch unterhalten und wirklich auch oft konstruktiv zusammensitzen, um dann für die weiteren Kommissionen oder was das dann gerade auch immer ist, zu arbeiten. Das stimmt. Ja. Was würden Sie sich vorstellen, was kann man hier optimieren? Ich fand halt besonders interessant halt eben diese Bürgerbriefe, also dass so viele Menschen sich tatsächlich dann auch aktiv mit der Politik irgendwie auseinandersetzen und dann Ihnen auch schreiben, was sie bewegt. Also das fand ich schon interessant, was man jetzt optimieren könnte. Viele dieser Bürgerbriefe sind sich natürlich sehr ähnlich und das ist natürlich dann auch mit echt viel Aufwand verbunden, also denen dann allen gerecht zu werden. Das war schon interessant, ja. Eigentlich müssen Sie in Konsequenz auch nochmal nach Münster ins Büro, weil wir dann ja auch noch die Bürgergespräche haben, die dann zum Teil auch die Briefe sind. Ja, machen Sie doch einfach nochmal. Ja, genau. Wunderbar. Also die Zeit ist ja auch noch nicht vorbei. Nee, genau. Wir haben ja auch noch ein paar Wochen zusammen und 2 Wochen genau genommen. Ja. Und dann gibt es hier noch weitere Erfahrungen. Ganz Dankeschön. Vielen Dank. Genau.